Es geht um Hodenkrebs. Schon mal von gehört? Gehört ja, aber wissen keins. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber gehört auch schon, ja. Ja, auch ebenso. Ich weiß eigentlich gar nichts. Sehr unerfahren, also so Schule, was man hört, aber sonst so beschäftigt man sich halt nicht wirklich mit dem Thema. Also wenn man nicht so drin ist, glaube ich, dann ja, kriegt man nicht so viel mit, ne? Habt ihr schon mal was über Hodenkrebs gehört? Also ich noch nie, bis gerade. Gut, du als Mann hast davon nichts gehört, aber vielleicht du als Frau, hast du da schon mal was drüber gehört oder gelesen? Nee, ich habe mich damit auch noch nie beschäftigt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich durch den Hodenkrebs einen Hoden verloren. Gehört habe ich davon schon, ja. Okay, und was weißt du über den Hodenkrebs? Tatsache, so gut wie gar nichts, ne? Also, ich bin da echt nicht aufgeklärt, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Hast du schon mal vom Hodenkrebs gehört? Gehört, ja, aber weiter informiert, nicht. Wenn ich dir sagen würde, dass das der häufigste Tumor ist beim jungen Erwachsenen, was wäre deine Antwort oder deine Reaktion? Ja, ist eigentlich schon krass. Genau, und warum ist das krass? Na, weil man damit nicht rechnet, dass sie im jungen Alter das schon bekommen können. Das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst und das ist ganz schön krass, ja. Okay, und warum ist das krass? Weil man nicht mit rechnet, ne? Und weil man hört es halt auch nicht wirklich oft. Also ich wusste es nicht, allein schon der Fakt und wie gesagt, man hört es halt nicht. Und was meint ihr denn, könnten die Symptome sein vom Hodentumor oder vom Hodenkrebs? Schmerzen in irgendeiner Art und Weise, aber wie könnte ich mir jetzt, keine Ahnung. Also Schmerzen sagst du. Okay, also meistens ist es irgendeine schmerzlose Vergrößerung im Hoden tatsächlich. Also Schmerzen macht es nicht. Ja. Gut. Das ist doch schwierig mitzubekommen, oder? Nochmal? Dann ist es auch schwierig, es mitzubekommen. Genau, und umso wichtiger ist es halt, dass man Bescheid weiß darüber, dass es die Erkrankung gibt und wie man sie letztendlich frühzeitig diagnostizieren kann. Man tut das tatsächlich diagnostizieren, indem man Hodentastuntersuchungen macht. Und wo habt ihr das gehört? Wie seid ihr in die Info gekommen? Wo seid ihr drauf gestolpert? Ja, man weiß ja, dass es Krebs generell gibt und ne, die Stelle bleibt ja nicht aus. Okay. Ja, bei mir würde ich es genauso beschreiben. Man kann überall Krebs kriegen, so gut wie. Und, ja. Ne. Ja, ich habe es über das Internet erfahren und daher dann. Und würdest du, wenn du wüsstest, wie man das macht, deinen Freund auch bewusst auf Auffälligkeiten untersuchen? Ich habe keinen Freund, aber wenn ich einen hätte und wüsste, dann auf jeden Fall, klar, ja. Sehr gut. Und würdest du auch wahrscheinlich andere Freunde darauf aufmerksam machen, oder? Auf jeden Fall. Jetzt, wo ich es weiß, ja. Dürfen wir dich fragen, wo du über den Hodenkrebs gehört hast? Der Vater von meiner Freundin hatte Hodenkrebs. Oft sollte man die durchführen? Was denkt ihr euch so? Einmal im Jahr beim Champions-League-Finale davor? Ich würde wahrscheinlich am besten einmal im Monat, vielleicht einmal im halben Jahr. Ja komm, jetzt musste ich aber, das musst du präzisieren. Einmal im Monat oder einmal im halben Jahr? Wahrscheinlich eher im halben Jahr, oder? Weiß ich nicht. Halbes Jahr? Oder was? Ich hätte jetzt auch halbes Jahr gesagt, ja. Ein Monat. Ein Monat? Besser zu früh kennen als zu spät. Also man soll es einmal regelmäßig im Monat machen. Und wisst ihr wo? Nein. Na ja, komm, irgendwas raten. Mir fällt auch gerade nichts ein. Also ich wüsste nicht, wo man das... Hey. Ebenfalls nicht, nee. Nee. Unter der Dusche soll man das machen. Was sind die Beschwerden eines jungen Mannes, der an Hodenkrebs leidet? Euer Kollege hat mich gerade aufgeklärt, dass es Tumor gibt, die man am Hoden fühlt, aber ansonsten... Eher nicht. Genau, also im Endeffekt ist es ein Schmerz, eine schmerzlose Raumforderung im Hodenfach, ja, sozusagen. Hast du schon mal deinen Hoden bewusst auf irgendwelche unklaren Auffälligkeiten abgetastet? Also bewusst? Wirklich bewusst? Würde ich eher nicht sagen. Hast du schon mal bewusst jetzt deine Hoden auf sowas untersucht, Stanley? Nee, also auf sowas überhaupt nie. Also ich kann sagen, es fühlt sich an wie eingepackter Mozzarella. Eingepackter Mozzarella. Und hast du vielleicht mal den Hoden auf irgendwas Unklares untersucht, Sandra? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Und weißt du, wie oft man das eigentlich machen sollte? Wie ich bereits aufgeklärt wurde, einmal im Monat. Hast du denn schon mal da was davon gehört oder kennst Leute, die eventuell daran erkrankt sind oder ähnliches? Ich höre ganz wenig über Hodenkrebs. Ist ja auch in den Medien ist überhaupt nicht viel und ich kenne auch persönlich in meinem Kreis niemanden, den es betroffen hat. Wenn du jetzt irgendwas Auffälliges tasten würdest, was würdest du machen? Was wäre dein erster Schritt? Das
kommt drauf an, wie auffällig es wäre. Also ich wüsste jetzt nicht, was für mich eine Auffälligkeit wäre, wo ich sage, ich würde jetzt zum Urologen oder zum Allgemeinarzt gehen. Wurde es denn bei euch in der Schule schon mal angesprochen oder ja, woanders? Ich glaube, bei uns wurde eher Brustkrebs angesprochen für die Frauen, aber für die Jungs wurde nicht so viel über Hodenkrebs oder sowas darüber. Ja, das stimmt, Brustkrebs ist auch ein großes Thema. Aber wusstest du, dass unter jungen Erwachsenen der Hodenkrebs die häufigste Krebsart ist? Okay. Das wusste ich nicht. Definitiv nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ebenfalls, ich auch nicht, nee. Dass der Hodenkrebs der häufigste Tumor des jungen Erwachsenen ist? Das wusste ich nicht, nee. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass man das so frühzeitig erkennen kann, wie oft würde man das machen? Einfach wöchentlich, monatlich, einmal im Jahr? Fangen wir mal bei der Dame an. Naja, wenn davon mehr oder weniger das Leben abhängt, dann kann man das schon regelmäßig dann machen, vielleicht wöchentlich. Okay, wöchentlich. Was sagst du dazu? Würdest du dir wöchentlich in den Schritt langen? Naja, ich sage mal, das kann man eigentlich jeden Tag, weil ich muss ihn ja jeden Tag waschen. Also es ist ja quasi ein eben Arbeitsgang. Nun wisst ihr, wie man den früh erkennen kann? Tasten? Keine Ahnung. Ertasten oder sowas. Oder? Ja, frühzeitig zum Arzt gehen. Irgendwas, vielleicht merkt man das ja auch, dass man irgendwie Probleme hat untenrum. Dann. Und ja, Tasten, du hast es ja genannt. Was denkst du denn, was so Symptome sein könnten oder woran man eventuell merken könnte, dass da unten was nicht stimmt oder dass man an Hodenkrebs leiden könnte? Vielleicht, wenn sich irgendwas anders anfühlt, wenn man das ertastet, dass irgendwas vielleicht hart ist, was eigentlich, oder irgendwas extra, weiß ich nicht. Wenn was irgendwie wuchert, oder es ist ja bei Krebs, bei Tumoren so, dass was wuchert, dass sowas vielleicht passiert. Kann sich verhärtet anfühlen oder es kann zu Knotenbildung kommen. Aber das Ganze verläuft ziemlich schmerzlos und deswegen geht man dann auch ja oftmals nicht zum Arzt und bemerkt es dann leider zu spät. Habt ihr euch schon mal bewusst auf irgendeine Auffälligkeit getastet im Schritt? Hand aufs Herz oder Hand auf die Hose? Naja, also schon mal gefühlt, ob alles okay ist und normal, also für einen selber normal. Aber wenn es nicht normal war, dann vielleicht war das ja schon nicht normal. Ne? Also aber mal bewusst. Ja. Ne? Ich denke auch, das hat jeder schon mal gemacht. Ne? Ja. Aber ja, noch nichts Auffälliges gefunden bis jetzt. Und machst du das dann auch regelmäßig oder würdet ihr oder macht ihr das regelmäßig? Ja, also ich denke mal, jeder Mann fässt sich da unten gerne mal ran und kontrolliert, ob alles noch am rechten Platz ist und so. Aber irgendwas Auffälliges oder sowas hat man eigentlich noch nicht so mitgekriegt. Und wenn ihr was Auffälliges tasten würdet, was würdet ihr machen? Ich fange mal in der Mitte an. Ja, vielleicht erstmal googeln, obwohl das die schlechteste Variante wäre. Und wenn das irgendwie nach ein paar Tagen nicht weggeht oder so, vielleicht meinen Arzt auch suchen. Ne? Also das heißt, wenn du eine Auffälligkeit tastest, dann würdest du erstmal abwarten, ja? Hätte ich jetzt gesagt, obwohl das vielleicht auch nicht gerade die beste Idee ist. Aha, oder je nachdem, was Google oder Yahoo sagt, ja? Ja, gut, darauf kann man sich nie verlassen. Da ist es immer das Schlimmste, was das sein kann. Und was würdest du machen? Also ich würde wahrscheinlich direkt zum Arzt gehen. Also ich bin generell der Typ, der, wenn ich irgendwas merke, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Körper, dann gehe ich eigentlich direkt zum Arzt. Und zu welchem Arzt würdet ihr denn gehen? Ja, zum Hausarzt, oder zum ganz normalen Hausarzt. Ja, würde ich auch erstmal so sehen. Und du? Gehst auch zum Hausarzt? Hätte ich jetzt so gemacht, ja. Wenn ich euch sage, es gibt eine Arztgruppe, die sich Urologe nennt. Gehört ja, aber noch nie da gewesen. Nee, ich zum Glück auch noch nicht da gewesen, aber gehört auch schon von. Ja, ich ebenfalls, ja. Gut, weil das ist der Männerarzt und das ist derjenige, der sich damit beschäftigt. Aber ich glaube, der Hausarzt am Anfang ist auch keine schlechte Adresse, ja. Hodentastuntersuchung, habt ihr die irgendwo mal gelernt oder gelesen oder gesehen? Überhaupt nicht, nein. Nee, noch nie. Also ich auch nicht, nee. Und was ist denn das häufigste Symptom von so einem Hodentumor? Was macht der? Wie fällt der auf? Ich würde jetzt sagen, erstmal eine Anzahl der Spermien, dass es die Spermien abtötet oder Produktion einschränkt. Hat ja auch gesagt, dass der unten da so nach und nach alles abtötet, was da ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Hoden dann vielleicht irgendwie ein bisschen größer wird oder sowas, dass sich das anders anfühlt als sonst. Okay, gut. Letztendlich ist es so, es macht keine Beschwerden und keine Symptome. Und es ist letztendlich so, dass eine Auffälligkeit meistens im Seitenvergleich ein Hinweis dafür ist, dass da irgendwas Bösartiges wächst. Ich kann es eben ab 14 Jahren nur raten, mal wirklich zum Urologen und sich mal untersuchen zu lassen. Bei mir wurde es relativ spät mit 17 Jahren erst erkannt. Ich bin jetzt 23, habe dadurch meinen linken Hoden verloren.
Kann jedem nur raten, einmal zur Voruntersuchung zu gehen. Es schadet nicht, es tut nicht weh. Der Urologe tastet dir einmal am Hoden an, guckt, ob du Knoten hast oder nicht. Und dann ist die Sache vorbei. Bei mir hatte damals leider ein Hoden am linken Hodensack einen Knoten gefunden. Dadurch musste ich mir damals den linken Hoden entfernen. War der so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, da stimmt was nicht, ich muss jetzt zum Arzt gehen? Damals, meine damalige Freundin hat gesagt, beim Abtasten damals, es ist irgendwas Ungewöhnliches. Dann hast du selbst so gemerkt, so, okay, du hast quasi, bei mir war es, wie gesagt, der linke Hoden. Du hast am linken Hoden links außen so gemerkt, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. So, dann bin ich damals zum Arzt gegangen, hab der meiner Frau oder meiner Hausärztin das damals so gesagt. Na gut, dann musste ich damals zum Radiologen. Das wurde einmal durchgeguckt und da haben sie halt erklärt, dass da ein bösartiger Tumor ist, der dann nicht hingehört. Ne? Na ja gut, was willst du machen? Ne? Nach 2 Wochen im Krankenhaus haben sie dann gesagt, sie wollen mir den Hoden abnehmen. Da kannst du in dem Moment machen. Wenn sie sagen, sie wollen es wirklich machen, es ist der einzige Weg, musst du es machen. Weil nachher hast du das Problem, dass es da nachher vielleicht hochschreien kann, in den Magen geht, in die Eingeweide geht, ne? Dass da die Metastasen kommen. Ist nicht schön. Ne? Dann lass dir lieber den Hoden abnehmen, den einen, anstatt du da jetzt dein Leben lang mit Schmerzen und dich quälen musst. Ne? Es ist halt einfach so. Hattest du damals Schmerzen dadurch oder war es wirklich nur dieser Knoten oder dass es sich da irgendwas komisch angefühlt hat? Du hast gemerkt in der Zeit, dass der Hodensack immens anschwillt. Das musst du es einfach so sagen. Er wächst ungefähr auf das Doppelte bis Dreifache an. Also quasi, wenn du einen kleinen Sack hast, sag ich mal, ne, dann schwillt er an und du denkst dir so, Digga, was ist das jetzt auf einmal? Das kommt von Tag auf Nacht. Du kannst da nichts gegen machen. Es sammelt sich Wasser im Hoden. Ne? Und wenn du es nicht operieren lässt, hast du da keine Chance, dass es von alleine wieder weggeht. Du musst es machen lassen. So ist es einfach. Also wenn ich, meiner Meinung nach, würde ich das bei jedem duschen. Ich glaube, jeder normale Mensch geht mindestens alle 2 Tage, sag ich mal, duschen. Ich als Mann würde es jedes Mal abtasten. Weil du merkst es als Mann selber, ob du jetzt wirklich, ob da eine Veränderung ist oder nicht. Du merkst es als eigene Person eh am schnellsten, anstatt dass jetzt die Freundin oder sag ich mal, wenn du homosexuell bist, der Freund bist. Ne? Du merkst es an sich am schnellsten. Also ich würde regelmäßig gucken, definitiv. Auch in sehr jungen Jahren. Auch wenn du das, wie gesagt, bei mir war das damals mit 14 Jahren. Ich bin mittlerweile 25, habe das jetzt 9 Jahre hinter mir, 10 Jahre, 11 Jahre. Und, ich kann das jedem Menschen ab der Pubertät erfinden, ans Herz legen. Ne? Jeder Mensch ab der Pubertät, als junger Mann, würde ich das regelmäßig kontrollieren. Wenn deine Freunde auf das Thema vielleicht aufmerksam gemacht oder generell Bekannte, dass es ein Ding ist, Hodenkrebs, und dass man darauf achten sollte, falls es dort unten irgendwas nicht stimmt, mal zum Arzt gehen soll. Hast du da Leute darauf aufmerksam gemacht oder mal das Thema angesprochen? Also nachdem mir damals der Hoden entfernt wurde, war das bei mir im Freundeskreis ein sehr großes Thema, wie man sich vielleicht unter Jugendlichen vorstellen kann. Ne? Aber durch diese Sache, was ich quasi erleiden musste, sind viele meiner Freunde darauf aufmerksam geworden und haben sich doch eher regelmäßig untersuchen lassen. Wenn du das davon hören willst. Ne? Das ist schon so, dass meine Freunde sich in dieser Zeit, in diesen 2,5 Jahren, in der ich diese Chemotherapie durchmachen musste, sind viele von meinen engeren Freunden wirklich zum Urologen gegangen, haben sich doch mal untersuchen lassen. Ne? So check your nuts, guys. Testicular cancer is the most common malignant disease among young adults. A quick check can save your life. Check yourself. So I invite you to check your nuts. Check your nuts. Check your nuts. I mean, check your huevos, bolas, pelotas. Ich glaube, dass du 2 geile Eier da unten hast. Und die auch noch gerne behalten möchtest. Also pass doch auf dich auf und lass dich untersuchen. Ganz, ganz wichtig. Du hast vielleicht eventuell mal Bock, duschen zu gehen? Ja, dann kontrollier dich auf jeden Fall mal. Ich möchte jetzt erstmal wissen, hast du Eier? Hast du Eier? Hast du Eier? Eier.
Hast du Eier? Männerwelt braucht Eier, ja? Die Cojones, die sind völlig verloren gegangen. Hier, ne? Dicken Sack. Hast du wirklich die Eier? Huh? Eier, Eier, Eier. Wir brauchen einfach mehr Eier. Oder wie Michael Jackson meinte, dann gebe ich dir einen ganz, ganz guten Rat. Wie stellt man das fest? So, einmal im Monat unter der Dusche mal nach deinen Klickern schauen. Also, wenn du Eier hast, wenn du Eier in deiner Hose hast. Ein regelmäßiger Griff kann Leben retten. Genau, besser hätte ich es nicht sagen können. Greif dir einfach mal in den Schritt. Oder wie Michael Jackson meinte. Was würdest du denn tun, um zu sehen, ob du Hodenkrebs hast, zur Prophylaxe? Denn wir brauchen richtige Eier. Untersuch dich mal einmal im Monat oder lass es von deiner Frau deines Vertrauens machen, ne? Anders ist, dann geh auf jeden Fall mal zum Arzt. So, be safe, check your nuts. Würdest du es deinen Freunden weiterempfehlen und auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam machen? Zum Beispiel wusstet ihr, Hodenkrebs ist nämlich die häufigste Tumorursache bei jungen Männern. Denn Hodenkrebs ist der häufigste Tumor. Hodenkrebs ist die häufigste Tumorart bei jungen Männern. Also empfehle ich dir wirklich, mindestens einmal im Monat, unter der Dusche, im Bett, einfach mal so zwischendurch. Und zwar geht das ganz einfach. Du machst so. Fass dir einmal ordentlich dran. Lieber vorsorgen als nachsorgen. Denn du hast nur ein Leben und du hast nur diese eine Gesundheit. Das ist das Wichtigste, deine Gesundheit. Lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, als einmal zu wenig. Ist wirklich so. Bleib dran.